In der zweiten Sommerferienwoche fand in Dippoldiswalde wieder die vom Familienzentrum Deutscher Kinderschutzbund Sächsische Schweiz Osterzgebirge e.V. organisierte Kids World Dips statt. Den Kindern wird ermöglicht, die alltäglichen Lebensprozesse der Erwachsenen spielerisch zu erfahren. Und eine Kids World braucht natürlich auch einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Drei Kandidaten hatten sich für dieses Amt aufstellen lassen. Am dritten Tag der Kinderstadt wurde dann der Bürgermeister ernannt. Mit 37 Stimmen hat Adrian Wächtler die Wahl gewonnen. Die Bürgermeisterwahl gewonnen. Herzlichen Applaus. Vereidigt wurden Adrian und Vizebürgermeisterin Nathalie von einer echten Oberbürgermeisterin. Kerstin Kürner war an diesem Mittwoch zu den Kids gekommen, um zu sehen, wie solch eine Kinderstadt abläuft. Und sicher auch, um den Amtskollegen Hilfestellung zu geben. Kerstin Kürner freut sich über den Eifer der Kids und ihre Lust am Mittun an dieser Kinderstadt. Ich hatte eher Erinnerung an den, der weder Bürgermeister noch Stellvertreter geworden ist, nämlich der unglückliche Dritte ist, der halt nicht gewählt worden ist. Und habe versucht, dort noch mal etwas Mut zu machen, dass es manchmal mehrere Anläufe bedarf. Aber ansonsten war das schon ein komisches Gefühl, den vielleicht zukünftigen Bürgermeister von Dips zu ehren. Zumindest habe ich viel Glück gewünscht und ein bisschen Schokolade in Form von Geldtalern mitgebracht, in der Hoffnung, dass das hier was nutzt. Wie finden Sie denn so eine Aktion, weil die Kinder leben ja doch eine relativ reelle Situation mit Arbeitsamt, mit Jobcenter. Begreifen die das dann schon? Finden Sie das gut? Ja, also die sind voll dabei. Die erleben das ja tagtäglich auch durch ihre Eltern, wie das reale Leben passiert. Das ist ganz laut. Alle total begeistert und sie hatten hier eine Wahlbeteiligung fast noch von 100%. Das ist ein Top-Ergebnis. Für den neuen OB gibt es jetzt jede Menge Arbeit, denn Wahlversprechen müssen gehalten werden. Ich habe gesagt, dass wenn man 4 Stunden arbeitet, außer die Mittagspause, dass man dann in der 4. Stunde 3 Dipsies ist das Geld, mehr kriegt, wenn man eben 4 Stunden durcharbeitet. Und dass mehr Pausen, mehr Spielzeit vielleicht, wenn sie 1 Stunde arbeiten, nach dieser Stunde 5 Minuten Spielzeit und dann wieder arbeiten. So habe ich die dann überzeugt. Nach der Amtsübergabe durch Bürgermeister Adrian und Stellvertreterin Nathalie luden die beiden Kerstin Kürner zu einem Rundgang ein. Beim Arbeitsamt werden den Bewohnern der Kinderstadt die täglichen Arbeiten zugeteilt. Dann geht's zum Bauhof. Hier werden gerade Medaillen gefertigt. Der An- und Verkauf oder die Kreativwerkstatt sind gefragte Arbeitsplätze. Und auch eine Küche gehört dazu. Über 70 Bewohner möchten natürlich auch versorgt werden. Über alles weiß der Bürgermeister Bescheid und erklärt es Kerstin Kürner. Die Presse ist für die Kids World sehr wichtig. Es gibt einen Radiosender und eine Zeitung. Natürlich kostet alles Geld. Also wir machen im Radio überwiegend Radio. Wir machen ab und zu Wetterdurchsagen. Und wenn andere irgendwie einen Musikwunsch haben oder irgendwie was durchrufen wollen, können die hochkommen, uns bezahlen dafür und wir rufen das dann durch. Zwei Dipsies selbst und 3 Dipsies, wenn wir es durchrufen. Und die Werbung kostet, glaube ich, auch 3 Dipsies, ne? Und wie sollte es anders sein? Auch die Polizei ist dabei. Die Polizei, die arbeitet mit beim Rathaus. Wir gehen rum und kontrollieren den Bürgerausweis, ob jeder den Fingerabdruck hat und alles ausgefüllt hat. Wir müssen denen, die bis Mittwoch keinen Fingerabdruck haben oder nicht alles ausgefüllt haben, müssen wir eine Strafe geben, weil es ist Pflicht, dass wir alles haben. Letztes Jahr war es noch ein Passfoto, nur weil ja nicht alle eine Fotoerlaubnis haben, haben wir dieses Jahr den Fingerabdruck. Und es geht wirklich real zu in der Kids World. Auch ärztliche Untersuchungen gehören zum Alltag. Die Oberbürgermeisterin von Dips kommt um einen Gesundheitscheck nicht herum.
Durch die umfassende und überzeugende Spielwelt können Kinder mit ansonsten schwer verständlichen oder vermittelbaren sozialen Prozessen wie Wahlen, wirtschaftlichen Zusammenhängen wie Inflation und Arbeitslosigkeit sowie dem Erwachsenenleben erste Erfahrungen und hautnahe Erlebnisse sammeln. Und Spaß macht es auf jeden Fall. Und zwar ist es nämlich schon unsere 12. Kinderstadt. Wir haben also schon richtig Erfahrung. Und das ist kein Ferien-Event als solches, sondern für uns ein pädagogisches Angebot. Also da gibt es ein richtiges Konzept, dass die Kinder Demokratie verstehen lernen und dass die Kinder auch wissen, wie funktioniert eine Stadt. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie Freitag eins fragen würden, das wissen die. Die wissen, was Steuern sind. Und die wussten sogar schon in einer Kinderstadt mal, was es heißt, arbeitslos zu sein, weil sie dann nämlich gefordert haben, wir wollen Arbeit. Ja. Und ansonsten ist es für uns als Verein natürlich unser größtes Event im Jahr. Es ist eine brutale Vorbereitung, weil wir ja unsere normale Arbeit weiter durchführen müssen. Ja, aber wenn es dann läuft, dann macht es einfach Spaß. Die Organisation von Kids World Dips ist die eine Seite, die Finanzierung die andere. Deshalb ist es dem OOG-Team ein besonderes Anliegen, allen Helfern und Geldgebern herzlich zu danken. Genau, ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bei unseren Unterstützern bedanken, weil natürlich können wir so eine Kinderstadt, so ein Projekt auch nur auf die Beine stellen, wenn wir ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Und da sind wir ganz froh, dass wir das Deutsche Kinderhilfswerk per Antrag für uns gewinnen konnten, für die Idee. Ebenso unterstützt uns der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Büro Zimmermann aus Dippoldiswalde hat uns unterstützt, der Ortschaftsrat Dippoldiswalde und auch Privatpersonen Mario Kretschmann und Claudia Walter. Genau, vielen Dank. Ohne Sie wäre das nicht möglich. Natürlich freuen wir uns immer auch über Spenden und über Unterstützung, tatkräftige. Genau, vielleicht auch in Form von Mitarbeit. Wir haben natürlich auch nicht nur in der zweiten Ferienwoche im Sommer ein Ferienprogramm, sondern wir locken eigentlich in allen Ferien, außer in den Weihnachtsferien, mit einem spannenden Angebot, wo Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ganz herzlich willkommen sind, daran teilzunehmen. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch.